Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. So recht will es nicht funktionieren. Nee. Neuer Versuch, also das haut noch nicht ganz hin. Er fährt ja von hier in die Richtung und ich muss eine Verbindung schaffen zum Kuhstall. Eigentlich ist die vorhanden. Und zwar hier lang. Wir müssen hier starten. Ob er den dann den Weg findet, mal sehen. Der soll ja hier aufladen, ne? Und nicht abladen jetzt. So, jetzt können wir von 60 runter gehen. Das wird nämlich jetzt schneller genug, ne? So. Das soll er hier eigentlich aufladen. Macht er das nicht? Auffüllen, Milch, Kuhstall. Da. Normalerweise hätte es funktionieren müssen, aber gut. Auch nur das Beste, ne? Denn er müsste jetzt ja theoretisch. Wir fahren mal selber. Wir fahren mal den Kurs so lang, wie er normalerweise funktionieren sollte. Also, er fährt ja hier lang, über den Hof. Kurs. Richtung anderen Kursanschluss, dann geht er hier lang, das passt eigentlich, dann geht es hier lang, na, aber noch nicht abkippen, dann geht es hier lang, dann muss ich hier, geht es auch hoch, normalerweise hätte er hier fahren müssen. Nö, jetzt fährt er zum Aufladen. Das ist mir zu gut. Lass ich mal so fahren. Den anderen gucken wir mal da kurz an. Und zwar, warum der andere nicht fährt. Wahrscheinlich, weil die BGH voll war über Nacht. Lass mal die eine Runde fahren, das ist schon okay. So. Heu ist wahrscheinlich alle. See. Heu ist garantiert alle. Apropos Station. Hier müssen ja die Tiere besorgen. Ob der da reinpasst, der Stall? Unwahrscheinlich. So, also noch nicht reif. Gut, dann haben wir heute noch Zeit für andere Spielereien. Also Heu ist da anscheinend alle. Ist gut. Dann haben wir das schon mal umgelagert. Kurz mal die Kühe versorgen. Wasser haben sie danach gekriegt. Versuchen mal da reinzufahren. Und der wird die Silage jetzt zum BGH fahren. Ja, das ist so ungünstig, ne? Wenn ich eine Pause macht, ne? Gibt's da Kaffee umsonst oder was? Ja, da müssen wir mal gucken, den Punkt.
So. Da müssen wir ganz kurz ihn ein bisschen verschieben, den Punkt. Das ist ja nichts Neues, ne? Du bist doch voll, warum fährst du nicht weiter? Neu ändert mal ganz kurz ab. Abladen. Auffüllen. Ist klar, ne? Abladen, globaler Markt, Flüssigkeit. Weiterfahren. Du bist doch eigentlich. Machen wir es anders. Und zwar erstmal so. Machen wir ein bisschen so, wenn man mal runterfährt. Das kann ja nicht sein, dass er da nicht losfährt. Das ist ja ganz komisch. Die anderen klappt ja auch. So, das ist der größte Traktor, den ich habe, und den größten Hänger sicherlich, ne? Oh. Wir haben größtes, großes Glück. Einfach. Wir haben eine Vorladung ab, ne? Also Strom garantiert eine Vorladung und Futter. Den nächsten. Wenn ich nächstes machen, dann werde ich mir einen anderen Stall zulegen. Oder vielleicht schon mit einer automatischen Fütterung dabei. Mal sehen. Dann können wir das Futter und so dem den Sinne sparen. In Anführungszeichen, ne? Sparen in Anführungszeichen. Immer in Anführungszeichen. So. Wenn wir genug mit Futter haben, brauchen wir nichts reinfahren im Global, also in mein Lager. Das ist ja auch Quatsch. So. Aber ich werde hier nochmal etwas rausnehmen. Muss ja auch sein. Dann haben wir auch da genug Futter. Da kommt ja noch eine ganze Weile in aus, also locker für die nächsten, naja, Wochen. Jeden zweiten Tag brauche ich ungefähr 150.000 Liter vielleicht, grob geschätzt. Können wir jetzt mal kurz durchrechnen, ne? Zweite Hänger, also die 100.000 haben wir schon locker. Aber ist noch nichts sicher, ne? Die Milch kippt er jetzt ab. Naja, vielleicht klappt es jetzt nachher, beim nächsten Mal einschalten. Man, mir ist ja egal, wenn er die erste Runde mal so fährt, ne? Und wenn man ein zweites Mal das machen würde, wäre es ja gut, ne? Aber nicht immer klappt es. So, mal sehen, was hier abkippen. Aber jetzt, ne? Oder weil er schräge steht, das kann sein. Dass er den Trigger nicht findet. Also das ist meistens der Punkt, wo dann entsprechend auch das. Die Funktion dann auch funktioniert, ne? Das ist ja das ganze Problem dabei. Ich kann dann nur natürlich abkämpfen vor Ort machen, aber dann wird es aber den König ankommen. So, der wird leer, ne? Das wären 100 und. 100 und. Was ich viel. 104.000 ungefähr. Fahrzeugquetschte.
So genau muss er gleich nehmen. Ah, wir müssen die Kühe umstallen, das ist ganz wichtig. Das muss nicht heute sein. Beziehungsweise das schaffe ich heute nicht mehr. Da sind ja auch schon fast 300 Türe. Ja. Bringt was, ne? Die Milch hat er abgekippt. Auch ich werde später mal diese ganzen Produktionen so aufstellen, dass wir da besser im Verkehr fahren können. Die Hallen sind da ungünstig, ne? Kommt ja keiner vorbei. Denn rein theoretisch könnte man ja automatisch befüttern lassen, ne? Mit Autodrive fährt vorbei, nimmt auf und fährt rein im Stall, ne? Muss ja kein großer Hänger sein, reicht ja ein kleiner aus von 20.000 ungefähr Liter. Dann kann er den ganzen Tag alle drei Ställe durchfahren, ne? Theoretisch. Aber ich versuche mal die automatisch wieder zu kriegen, obwohl ob das auch alles gut geht. Denn wenn es nicht funktioniert, die Sägewerke sind schlecht, ne? Also dann habe ich da schon ein kleines. So, das sind ungefähr 10.000 gewesen, also 115.000 Liter ungefähr für den Einstall. Wir machen den nochmal voll. Und die anderen haben uns ja auch schon gewachsen, ne? Können wir ja mal kurz dann müssen wir noch das Heu und den Rest wir haben Milch sogar verkaufen, ne? Aber die Milchfahrerstelle wollte nicht mehr rein, der schafft keine volle Runde mehr. Kühe noch versorgen, Kühe noch mal Stroh geben. Ja, Stroh kommt garantiert noch rein. Können wir vom globalen Markt haben wir es verkauft, ne? Ja, wir sind gerade vorbeigefahren, ne? Da war doch was, ne? Tiere füttern. Ja, da haben wir heute noch. Ja, heute ist der Tag gerade begonnen, ne? So tragisch ist es ja auch nicht. Nur blöd ist natürlich erst, wenn jetzt am Ende nachher was das hier reingeht. Ansehen nicht so viel normalerweise. 20.000, 30.000 jetzt. Ja. Ah, das war derselbe Stall. Ups. Und den fahren wir jetzt ins Lager wieder. Dann Lager noch Stroh war? Ich glaube nicht. Wenn da kein Stroh war, dann machen wir halt Gülle. Was soll's, ne? Hat er sich an der am Rohr festgehangen. Erstmal auskippen. Und dann schauen wir nach Stroh. Wenn wir keins finden, dann müssen wir halt auf dem Lager fahren. Was hier an drin ist, an Früchten. Achso. Gut. Aufladen. Irgendwas. Hauptsache irgendwas. Ideal wäre Stroh. Nicht runter.
So, Mutation nicht. Saatgut, Zuckerrohr, Kartoffel, Mais, Sojabohnen, Sonnenblumen, Gerste, Weizen. Ja, Stroh haben wir auch drin. Aber wie gesagt, Strohpellets und Heupellets könnte man hier auch herstellen. Aber dann in der nächsten Version, ne? Wenn wir das alles neu aufstellen, aufplanen. Sollte eigentlich erreichen. Naja, es wird noch eine Fuhr kommen. Die großen Kühe brauchen schon viel Stroh. So. Ah, jetzt kommt der Regensymbol. Ich kann keinen Regen gebrauchen. Ich brauche einen. Scheiße. Mist, Entschuldigung. Das ist ungünstig. Soll dann auch hier Körnermais ernten. Alt es Wetter. Das ganze Wetter. Also ernten geht noch bis ne, Körnermais. Pappeln, Zuckerrohr, Mais. Mais geht ja bis, oh, bis einen halben Winter. Was für ein Quatsch. Aber gut. Wenn so ist es halt so, ne? Aber vom Wetter her. Sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Regen. Dann Pause. Langer Regen. So, hoffen wir, dass er sich verirrt. Winter kommt wieder trocken. Also, was kommt? Körnermais, Silage. Da muss ich mal jetzt abwarten. So, einmal Stroh noch. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich sage mal Tschüss und ciao, ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen und für fleißiges Liken und einen anderen Kommentar. Wäre mich freuen, wenn einer was reinschreibt. Vielleicht hat mal einer mal eine Frage oder mal eine Bemerkung. Ne? Kann er sein. Und tschüss und winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Geht's weiter hier in Thüringen. Ja, Sonntag. Ich wünsche einen schönen Rest und dann tschüss.